kommen wir jetzt mal so zu den Zahlen, die ich auch nachweisen konnte. Also das ist immer so die allgemeine Zahl. Zwangssterilisiert wurden eben mindestens 400.000 Menschen. An den Folgen der OP sind mindestens 5.000 verstorben. Die Kinder-Euthanasie betraf mindestens 5.000 Kinder. Die Aktion T4 700.000. Die dezentrale Phase mindestens 200.000. 70 war das eben so. Bitte? 70.000 bei T4. Bei Aktion, ja, Entschuldigung. Sodass man also insgesamt für die sogenannte Euthanasie davon ausgeht, dass es wohl auch über 300.000 sein werden. Das ist in den letzten Jahren in der Forschung auch stetig gestiegen, weil man eben auch viele Sachen jetzt erst erkennt. Ich kann Ihnen sagen, wenn man jetzt das mit den Altenheimen und so weiter mal irgendwie richtig erarbeiten kann, aber da hat man eben noch das größere Problem. Also wo stirbt jemand mit 86 eines natürlichen Todes und wo wird danach geholfen? Dann wird diese Zahl eben auch noch weiter steigen. Konkret für Siegen-Wittgenstein, nach ersten Schätzungen eben mindestens 100 Menschen, die sterilisiert wurden. Mindestens eine Frau ist an den Folgen gestorben. Für die Aktion T4 konnte ich 26 Fälle nachweisen. Ich kann Ihnen auch noch etwas genauer sagen, wie sich die zusammensetzen. 20 davon wurden 1941 in Hadamar durch Gas ermordet. Da ist die Sache eindeutig. Diese Menschen waren im Durchschnitt 45 Jahre alt. Das jüngste Opfer war 16, das älteste 74. Vier Personen sind bereits vor der Verlegung in die Tötungsanstalt Hadamar in einer Zwischenanstalt gestorben, also Ilstein, Scheuernwald, Münster und Eichberg. Sie sehen also, dort waren auch schon katastrophale Lebensbedingungen, sodass auch das eben vorkam. Und zwei weitere Opfer, eben Albert und Siegfried Stern, wurden eben bereits im September 1940 aufgrund ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit umgebracht. Für Sterbefälle in der dezentralen Phase stellt sich grundsätzlich eben das Problem, ob es sich um Mord handelt. Das ist eben nicht pauschal zu beantworten, kann aber im Einzelfall anhand der Krankenakte nachvollzogen werden. Und man kann dann zumindest mit einer großen Wahrscheinlichkeit ein Urteil fällen. So ist zum Beispiel bei Todesfällen, die in Anstalten, die für abnorme Sterberaten in der Forschung bekannt sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Patienten dort eben umgebracht wurden. Da haben wir eben auch ein paar Beispiele: Hadamar, Weilmünster, Meseritz und Warta. Allein für diese vier genannten Anstalten sind 44 Opfer aus Siegen-Wittgenstein nachgewiesen. In den Anstalten Pfafferode, Scheuern und Tiedenhof, Eichberg, Engelfing-Haar und Bärenburg verstarben nochmal weitere 10 Menschen. Auch bei diesen Anstalten kann man davon ausgehen. Bei insgesamt 21 Personen ist das weitere Schicksal nach der letzten Verlegung ungeklärt. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ungeklärt, das ist dann eben tatsächlich auch so in den Akten eingetragen worden, weil zum Beispiel jemand auf dem Transport geflüchtet ist. Also das findet man gar nicht so selten, ob der wirklich geflüchtet ist oder aus irgendeinem Grund vielleicht schon sozusagen auf dem Transport erschossen oder erschlagen wurde, weiß man nicht. Müssen wir erstmal so hinnehmen, aber das Entscheidende bei denen ist, dass die eben bei den Verlegungen nach eben auch genannten Anstalten wie Meseritz, Weilmünster, Pfafferode und Rügen dabei waren. Also auch dort kann man davon ausgehen, wenn sie dort nicht sozusagen vorher irgendwie schon gestorben sind, wären sie dort gestorben oder sind es eben aller Wahrscheinlichkeit nach. Acht weitere Menschen starben im Zeitraum von 1941 bis 1945 in westfälischen Anstalten. Hier ist jetzt eben davon auszugehen, dass es sich bei denen um einen natürlichen Tod handelt, der jedoch natürlich durch die schlechten Bedingungen eine Beschleunigung erfahren haben dürfte. Aber um das hier auch nochmal zu sagen, werden eben in meiner Statistik nicht als Opfer gezählt. Also nicht jeder, der in der damaligen Zeit in einer Anstalt starb, ist pauschal als Opfer zu sehen, zumindest nicht nach meiner Definition. Das heißt, wir kommen am Ende auf eine Gesamtzahl für die dezentrale Phase von 75. In der Summe macht es dann 101 Menschen, die Opfer der Euthanasieaktionen geworden sind. Es wird aber steigen, beziehungsweise nach meiner abgeschlossenen Arbeit ist es schon gestiegen und es hat noch einen Hinweis erreicht, denn in meiner Methode bin ich davon erstmal ausgegangen, dass man sich in der damaligen Zeit an Zuständigkeiten hielt. Das heißt, ich habe den Weg von unten gemacht und habe mir angeschaut, wer wurde aus westfälischen Anstalten verlegt. Da steht dann also der Name und der Geburtsort und so weiter und dann geht man das durch. Und dann habe ich die Gegenanalyse von oben sozusagen gemacht. Ich habe in Hadamar geschaut, wer wurde dort getötet, habe im Bundesarchiv schauen lassen, wer wurde dort
getötet und habe das dann miteinander abgeglichen. Das heißt, Menschen, die jetzt in Siegen-Wittgenstein geboren wurden, dann auf irgendwelchen Wegen zum Beispiel nach Sachsen gekommen sind, die sind dann bei meiner Methode sehr wahrscheinlich nicht erfasst worden, weil sie dann eben in Sachsen in Pirna-Sonnenstein umgebracht wurden. Das heißt, diese Zahl von 101 ist auch vorläufig. Man muss sehen, inwieweit sich das realisiert ist, dass man eben auch alle anderen Tötungsanstalten, die jetzt nach und nach auch erst dabei sind, solche Verzeichnisse zu erstellen, möglich sind. Ein Fall der Kindereuthanasie konnte ich, wie gesagt, nicht nachweisen. Es sind zwar mehrere Kinder in der Zeit in Kinderfachabteilungen gestorben, aber das sind nicht diese typischen Fälle. Also typischer Fall ist in der Regel Säugling, wenige Wochen alt, der dann eben mit Luminal getötet wurde. Das heißt, da ist das Ganze auch schwierig, da man keine Akten hat, im Grunde nicht nachweisbar. Ja, gibt es dazu noch Fragen?